Damit willkommen zurück zu Minecraft und heute mal wieder mit Patrick und mal wieder seit langem mit Fabi, ja? Der ist auch wieder mit. Fabi, du musst Hallo sagen. Ja, schon. So, ich habe mich nicht gehört. Ja, mach ich lauter. Du bist schon bei mir sehr laut. Tja, und jetzt macht er wieder mit und ich räume gerade meine ganzen Kisten um. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Du hast der Fall, als wir da waren, habe ich ihm erstmal wieder seinen Sachen zurückgegeben. Also, geht mir ein paar Sachen wieder, muss ich wieder farmen. Und willkommen zurück, Fabi. Danke. Nach deiner langen Pause. Wie früh diese Anrufe kommt. Erst ja, eine guten halbe Stunde am Server. Willkommen zurück, Fabi. Ey, du musst, wir sind jetzt erst mit Aufnahme gestartet. Ah, herrlich. Eins, was ich die ganze Zeit offscreen mache, ist Angeln, weil ich glaube, das wollte nicht unbedingt sehen, wie ich die Angel auswerfe. 10 Jahre warte und warte. Und dann sterbe ich jetzt hier. Und warte und warte. Und sie wieder einhole. Ich glaube, du hast verstanden. Was machst du die Folge, Nick? Ich räume meine Kisten gerade ein. Das fängt gerade zu blockieren. Das ist problematisch ein bisschen. Ich hab jetzt endlich wieder mein Stalking-Opfer. Mich oder was? Nein. Macht mir Spaß. Räumst du deine ein wieder? Ich hätte nämlich Angebote bei. Ich habe schon bei mir übrigens ein bisschen was unten einsortiert bei mir. Das habe ich offscreen gerade gemacht, weil ich den gelabert habe noch. Da räumt sich gerade hier langsam alles ganz genüsslich in die Kisten ein. Die Kurbelbrücke existiert noch. Dafür bestehe ich hier noch, weil wir brauchen ja einen guten Weg zur Hölle. Ist in die Hölle etwa, Fabi? Nein. Wollte mal kurz gucken, Alter, wird schnell. Wie kommt man denn aus dem Raum raus, holy shit? Welchen Raum? Ah, Hölle. Ja, Hölle. Einfach laufen. Raus, glaub ich, vor und dann rechts hoch und so, keine Ahnung, ich hab's nicht hatte. Ich hab's nicht. Aus. Wie lange das alles braucht zum Einlagern? Boom, für 2 Emeralds. Den Gravel, ein Emerald für 10 Flint. Ach komm, ich brauch Bodenflöte. Hier sind so Leverquarz. Das habe ich schon ziemlich abgefarmt. Schmerz. Hat halt ein bisschen Freizeit wieder Nick aufgenommen hat. Ja, das hat man an der Folge gemerkt. Manchmal, wo du mit dabei warst, Patrick. Du warst halt ja nicht ein Nether. Und ich habe die ganze Zeit versucht, was Produktives zu machen. Versucht? Ja, hat nicht gut geklappt manchmal. Wahrscheinlich nur, weil ich da war. Ja. Ist auch so. Zombie-Villager! Ja, Patrick freut sich immer noch wie ein Honigkuchen, und falls man einen Zombie-Villager sieht. Echt, der Villager?
Hunde, kommt mit! Wir ziehen um, wir ziehen ins Haus. Ja, die ganzen Hunde, die sind da herporten einfach. Noch ein Spitzer. Du, würden ja nicht hin. Gucken jetzt alle eins tiefer oder gucken jetzt alle in der blöden Zwischendecke? Teilweise eins tiefer und teilweise in der Zwischendecke drin. Super. Ey, das ist ja richtig. Ich hab Villager eingesperrt, Nick. Klasse. Und ich hab meine Hunde in meiner Zwischendecke. Aha. Die haben sich wirklich wortwörtlich in die Zwischendecke einfach reingeportet bei mir. Los, kommt, Hundis, kommt, 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 komm, 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 komm. Alle kommen mit außer einer, gell? Hallo. Warum verwandelt er sich nicht? Braucht er länger oder? Manchmal braucht er länger. Auch ich merke, dass ein Troller hat mein Bett verkehrt um ihn reingestellt. Er zieht dazu, als ob ihm kalt wäre. Ja, das ist normal, dann heißt es dauert ein bisschen. Patrick, weißt du, ob Schuhe bei mir war und getrollt hat? Wer? Schuhe. Keine Ahnung. Wenn du oder Schuhe waren's, die bei mir waren, haben mein Teppich einmal unten ein bisschen kaputt geklopft, sondern oben mein Bett einmal umgedreht. Zur Hilfe. Was für ein Bett war ich? Danke, ich kenn Spawnpoint mehr. Weißt du was, du stirbst eh nie. Ja, vielleicht. Ja, also darüber nachdenke, ein Teil sinnfrei, ich hab ein Spawnpoint da ab. Dann braucht denn der Zombie Villager? Also ich hab auch schon einen gehabt, der hat glaube ich 10 Minuten gebraucht einfach insgesamt. Warum auch immer der so lange gebraucht hat, er hat 10 Minuten sich Zeit gelassen, um sich zu verwandeln. Fabi, kommst du mal vorbei oder kommst du nicht vorbei? Er ist in der Hölle. Achso. Wirst du noch vorbeikommen oder nicht? Komm gleich. Stimmt, bei dem wollte ich noch ein Angebot abchecken. Ich hab nichts los. Auch zu lange. Du kommst ins Haus. Ich überlege gerade, ob ich meine Karte jetzt... Oh, perfekt, die Idee. Die Wand ist aber perfekt dafür. Aber nicht in der Höhe, ist oh Mann. Hallo. Doch eindeutig wieder Quip. Dann hol dir was. Ja, ich muss in die Hölle fahren. Nick, wenn du mich aufnimmst, gib mir bitte Bescheid. Ich hätte einfach nur heute für ein Farbenbild am Feuer. Boah, die Karte ist aber ein Block zu klein, das ist scheiße gerade. Ich glaube die mir noch. Ich habe jetzt 3 Mending-Bücher. Hatte Julian Langeweile? Warum? Die Windmühle. Naja, hat er eigentlich nicht gehabt. Nee, der hat dann Folgen mitgebaut, bis er dann gar nicht mehr aufgenommen hat. Ich meine, die Windmühle ist ja okay, aber... das Feld. Ja, das Feld ist schon ein bisschen krank, ich weiß. Oh, Villager. Kartograf. Ich glaube, der ist ja nicht so gut, oder Nick? Wenn du das Dungeon machen willst, ist der ja überall super gut. Aber der gibt kein Mending. Nee, das kann er nicht, aber dafür kann er dir eine Dungeon... Karte irgendwas wie die heißt geben, mit der kannst du das Forbes Dungeon und das Ocean Dungeon finden. Und ich muss sagen, dieses Forbes Dungeon, ich habe da fast ein Stack Emeralds rausgeholt aus dem Dungeon. Und diese des Toten auf Undying. Also das Tote macht, wenn ich sterben wollte, gibt's mir ganz gibt's mir sehr hohe Generationen Absorption Wert dann das Tote. Du hast einen tollen Briefkasten. Bist du bei mir? Glaub nicht! Ist er.
Komm doch mal hoch, ey, jetzt ist schon reingelatscht. Hier kommen wir irgendwas mit. Da hinten die Kisten hier stehen, die sind die Haupt, das ist eigentlich das Wichtigste. Die sortieren, die bringen es runter. Was? Sind gerade überfüllt. Im Vergleich, also das Haus im Vergleich zu dem Grundstück ist einfach viel zu klein. Das stimmt irgendwie. Ah, das ist ein Keller. Also du musst den, wenn du den Keller siehst, passt wieder vom Format her. Okay, der Keller vielleicht, aber trotzdem. Der Keller ist genauso groß wie das, wie der Bau und Pool. Im Rande der Hecke. Bau und Pool. Hab ich doch schon. Am Dach. Komm mit, Thema im Pool, komm. Abi, hinter dir. Hinter dir. Nach mir. Ich will den Pool zeigen. Ich geh deinen Keller gucken. Hm. Hast du gar nicht übertrieben oder so? Nein, es fehlen sogar noch ein paar Kisten eigentlich. Nein, hast gar nicht übertrieben. Übrigens, da oben sind die Bilder, siehst du, was drin ist. Und die unterste Kiste wurde mal am schnellsten als erstes befüllt. Aktuell laufen um die Items gerade noch rein. Ich glaube, bei Netherback müsste es gelandet sein. Du bist aber Dia reich. Nee, hier lag ich in einer Chest auf. Aktuell habe ich zwei Diamanten im Lager, System 1 in den Bilderraum und 1 in Hopper zum Sortieren. Naja. Hier unten ist die Kiste, wo es anfängt, da wird gerade Akazienmut eingelagert. Mhm. Oder sind schon wieder? Bist du hochgerannt? Nein. Voll die große Fläche hier frei. Ocean Explorer Map. Ha, gute Map nicht. Hin, ne? Weg. Ich wollte mein Dach noch zeigen. Nee, will ich nicht sehen. Oh, das ist im Pool. Ja, bau den nach draußen. Nein. Woodland Explorer, oder hast du gesagt, Nick? Ja, Woodland, aber ich weiß nicht, wenn du die jetzt nimmst, kriegst du wahrscheinlich das dann schon, wo ich schon war, wahrscheinlich. Gibt's verschiedene? Es spawnen, das sind die, du kennst ja diese Wälder mit der Schwarzeiche da drin, die sind mit den, die 2x2 Eiche da. Ja. Und diesen Wald können so ein Dungeon spawnen, kann. Und mit der Karte findest du das nächstnähere. Und das nächstnähere von hier war schon rum die 1000, über 1000 Blöcke weg mindestens. Deswegen. Okay. Es kann sein, dass du das Video kriegst oder ein anderes bekommst. Ich weiß nicht, ob das Spiel das checkt, das schon erkundet wurde. Deswegen. Es kann sein, dass es nicht checkt, dann findest du das gleiche. Da kann ich dir auch meine Karte geben, die ist genauso sinnlos wie die du hast dann. Ist das nur bei mir nur oder gibt der mir nur Pferd? Ja. Ich meine, ein Preis, das Papier muss ich geben. Obwohl, kann ich jetzt nach rechts drücken? Hab ich gerade geguckt. Ah, ich kann nach rechts drücken. Ein Kompass. Der du gibst ihm für. Ja, ich weiß. Ja, den nutze ich gerade ziemlich aus. Wen? Den Villager, den du gerade anschaust. Gut. Ja. Weißt du, Folge siehst, ja, ich übertreib's ein bisschen. Scheiße. Was mit Villagern oder was? Raiden, ja. Ach, hast du dann sogar wo abgeerntet und dann alles zusammengekommen oder was? Dann ja. Zu mir gerannt, Mending gekauft und dann wieder heimlich weggerannt damit, ja? Heimlich nicht, ich hab ja gesagt, ich hol's mir von, ich hol mir zwei von dir. Was kriegt man eigentlich beim Fischen? Beim was? Beim Fischen. Fischer. Außer Fische. Verzauberte Angeln, verzauberte Spitz, verzauberte Bögen. Okay. Einiges mehr. Fällt mir als allererstes. Hast du die Angeln wieder genommen? Bevor ich Ich hab keine Ahnung, wo ich die Angeln habe, die du mir gegeben hast. Gleich irgendeine Kiste. Aha. Und eine ist gut. Oh, ist die Hand eingeschlafen. Okay, wie soll ich mich da auskennen auf der Map? Gib mal gleich her. Ja. Was ist Fabi? Ich komm mal zu dir, gib mir die dann mal. Wenn du da bist. Mach ich. Bin hinter dir. Aber die ganze Alter, was? Okay, so eine Map hätte ich nicht erwartet.
Lass mich rein, ich komm jetzt grau einfach. Dann zeigst du mal, wie kommst du mal her? Das ist Woodland. Wie kommst du mal kurz her? Schaust du das mal kurz an? Ja, ich kann nicht kommen, warte, ich erst an die Kisten was rein. Das Ding ist. Hat eine Ender-Chest bei euch? Ah, ja. Okay, dann kann ich auch meine rausholen, wenn ihr so wollt. Also ich lager meine auch hier. Ich check's nicht. Lass mich ran, die ist komplett grau und einmal so ein orange, ich nenne es mal orangeartig war es bei mir, ein orange, weil eben die bestimmte Fläche in einer bestimmten Farbe ist da markiert, gell? Genau, ja, lass mir mal erzählen jetzt. Das markiert ist nur zum Hilfe des Finden. Jetzt wollte ich wegen Flying und Everything King. Ja, hier sind halt eine orangene Fläche mit weißen Strichen und teilweise weißen Punkten drin. Ja, und zwei große blauen Vierecke. Da ist so ein Wald deswegen. Ein Gebiet. Diesen Gebiet ist der Wald, der wo das drin ist, deswegen. Und oben rechts in der Ecke ist ein großes blaues Quadrat und circa mittig. Das bist du wahrscheinlich dann, an der Position dann. Ich glaub, normalerweise sieht man das Weiden. Das Blaue ist, glaube ich, der dich in der Map in der Hand gehalten hat zuerst, glaube ich immer. Ich weiß ich nicht. Glaube ich auch. Okay. Keine Ahnung. Gailing Level 2, 4 ist es. Mapnik, falls es dir was sagt. Kaum bin ich mal weg, ist die komplette Verzauberung und komplettes Tunsystem im Arsch. Alles einfach random irgendwo reingeworfen. Ey. Hab ich da ein Essen in der Hand halt, die Hunde gucken nicht doof an. Ja, sollen sie mich angucken. Nick, hier. Das gleiche wie du hattest. Nee, ist eine andere, wenn ich recht entsinne. Okay, dann klär mal, wie ich die verwenden muss. Also das ist meine, kann ich doch jetzt einfach zuwerfen, weil wenn es auch was die ist. Okay, die ist farbig. Also oben in der Ecke ist der Punkt. Ah, ich sehe schon, ja, geht's komplett andersrum. Bei uns ist es rechts rum, ja. Ja, aber da ist es links. Das heißt, du hast ja auch, das Spiel Shaked, wenn man das gefunden hat, deswegen. Das heißt, jetzt anders ausgedrückt, der Punkt oben rechts, das heißt, du musst jetzt, ich weiß nicht, wo jetzt Norden, ich glaube Norden ist immer da, nach die Richtung, warte, wo ist denn Minecraft Norden? Ich guck gerade nach Norden, das heißt, du müsstest jetzt nach Theorie entweder ganz lange in diese Richtung laufen oder in diese Richtung laufen, bis dieser Punkt sich langsam in die Mitte bewegt. Sobald er sich in die Mitte bewegt, musst du Richtung in diese Richtung dann laufen. Oh, entschuldige, Pumuckl. Verstehst du? Ja. Ich werde nochmal später nochmal dazukommen. Ah, weißt du, wir haben ein Ziel. Hier kann man alte kannst du behalten, ich brauch's eh nicht mehr. Kannst gerne machen. Das ist mindestens ein kleines Andenken dazu, wie es aussehen könnte, von oben dann. Ich sag aber eins dazu. Ihr braucht gutes Equipment, also ihr müsst nicht hier rüsten mit mindestens, ich würde raten, mindestens Protection 3 mindestens. Ja, das ist einfach, wir haben eine Mission. Denn, ich sag gerade ehrlich, ich war mit meiner Protection 5 Rüstung da und war manchen Stellen, wo da viele Monster waren, kurz mit AP auf 2 Herzen gewesen, kurzzeitig. Ich habe keinen Trank auch drin gehabt, deswegen. Ich hab nur Heiltränke, glaube ich, dabei gehabt, aber die habe ich erst beim zweiten natürlich dabei gehabt. Beiden Mal? Ja, wo ich zum Ocean Dungeon gegangen bin, aber das ist normal und das ist richtig kacke hier. Patrick? Das ist das dann hier. Patrick? Ja? Eine Frage. Weißt du, oder generell Nick auch, weißt du, ob bei mir hinterm Haus dieser See, beziehungsweise Fluss, gebraucht wird? Lass ihn mal stehen, keine Ahnung. Irgendwas willst du machen? Ich wollte eine Fläche zum Zugelaufen machen. Also so eine Art Berg da rein, also keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Und darüber einen Weg halt. Okay, das würde ich nicht machen, weil der Fluss geht sehr weit, deswegen, der geht einmal komplett drumherum mit, deswegen. Ich würde ihn jetzt da lassen, einfach, der ist nicht groß, baue einfach eine Brücke doch einfach drüber hier so schön, flupp einmal drüber. Ne, Brücken kann ich nicht bauen. Wir haben Jule. Ja. Welche war es nochmal, deine? Der Jule macht dir sogar das Freundschaftsangebot, aber man hofft, sie verdoppelt dann. Nick, ich habe jetzt über 40 Emeralds getradet. Klasse. Kann ich nur mal ein paar Bücher bei dir kaufen? Ein paar Bücher? Vending-Bücher. Kannst du kann machen. Nur wenn das Angebot leer ist, musst du den Manager dazu bekommen, das wieder zu verkaufen. Ja, wieder klar. Habe ich hier noch Bücher?
Okay, unbenutzte Bücher, haben wir die noch? Da haben wir noch zwei Bücher. Benutzt haben wir gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Ja, wie viele Bücher verlangt er? Ein Buch, oder? Keine Ahnung. Passt. Warum haben wir nicht so viele Emeralds? Traden. Bist du jetzt gerade ja, fragen? Ja. Hm? Bist du gerade? In der Vita. Oh. Warum? Ich überlege gerade hinterherlatschen, weil die mit dem Knarre schlagen. Aber ein paar übrigens noch einen Tipp zu den Monstern, die da sind. Wir haben die mit voller Tierrüstung ein Herz Schaden pro Tag gemacht. Fast. Meistens sogar, manchmal sogar mehr. Also mit Protection 5 Tierrüstung, das muss was, das heißt was. Das heißt nichts. Das heißt, ihr sterbt an dem wahrscheinlich, wenn ihr damit... Wenn man nicht in der Lage zu treffen gerade. Am Patrick, der Testen hat eh schon 13 Tode. Kannst du hingehen, kannst du gucken, wie schnell der gewonnen, wie schnell der getötet wird mit Eisenrüstung. Ja. Aber dafür gibt es guten Loot, da gibt es dann zwei Arten von Monster. Ja, und die normalen Standardmonster. Einmal so Art Villager-Leute, die haben... Dings, die haben eine Axt in der Hand. Und dann gibt's noch andere, das ist mir relativ egal. Beschwören, richtig scheiße aussehen, richtig komisch, richtig nervige und Fledermäusarten spawnen dir. Wenn du diese tötest, bekommt man dieses Totem auf Undying. Das ist mir relativ egal. Ja, das Totem auf Undying kann einfach einen Tod retten. Wie oft hattest du das schon? 50 Mal? Null. Ich habe 4 Stück davon bekommen und noch 0 genutzt. Hm. Hätte ich auch gesagt. Ist wirklich so. Von ist ein wildes Patrick. Was? Patrick? Von ist ein wildes Patrick. Oh, Patrick, wo bist du eigentlich? Ich bin bei Nick, ich hole mir wieder Mending-Bücher ab. Achso. Lass es, Nick. Ich weiß, ob sie weit hast, hast du mittlerweile auf allem Mending? Nein, ich habe noch keins verbraucht bis jetzt. Ah, hier war der. Nee, der ich bist ja nur auf dem Bogen. Na, der hier. Na, komplett verwirrt. Zack. Der tradet immer noch eigentlich. Unschuldig. So, ich hab jetzt 5 Bücher. 2 Sachen schon verzaubert. Ich glaube, ich habe 10 besessen, oder? Ne, ich habe 11 Bücher bisher über die Medi-ID geholt. Und von den 11 Büchern existieren noch 2, die nicht auf Rüstung gelegt wurden. Oder auf Ausrüstung insgesamt. Immer noch ein Villager-Zombie. Schade. Wo bist du jetzt, Patrick? Ich komm grad wieder heim. Ja, ja. Jetzt kommt die Ausreden, gell? Ja. Ich hab das Eisen einfach manuell jetzt runter. Das dauert viel zu lang, das System, wenn es um viele Items geht. Kriegt man auch Looting-Bücher von, ja. Vom Fischen? Ich hab dann Looting 3 FE4 Buch bekommen. Looting 3 FE4? Ja. Okay. Das ist neidisch. Das FE4 ist einfach total useless, aber okay. Ah, Looting 3. Buch. Brauchst du das? Ja, eigentlich schon. Okay, schade. Ich muss mir ja ein Schwert machen. Brauchst du das? Nee, ich hätte halt sonst ein Dia-Schwert gemacht und darauf Looting 3 zum Farmen generell. Für alles. 300 Schaden ist 5, aber keine Verbrennung. Hast du nicht auf den Tierschwert schon? Na, aber auch Fire Aspect. Ja, und damit kann ich keine Enemies fangen. Ja. Aber trotzdem, dann haben sie auf der neuen... Mari, baust du Mending Buch für dein Schwert? Jo, wer praktisch. So, hier, nimm gleich mal eins, meine Kiste ist schon voll. 9 Level. Scheiß Verzauber für mein Schwert, aber ich bin 3 und weiter soll ich nicht so blind verzaubern. Weil was eigentlich meine Kisten nochmal Verzauberung? Wo sind eigentlich die ganzen Dias? Hab ich. Gib mal 2. 3. Geb ich dir gleich, warte kurz. Power 5. Looting 3 hier.
Fire Aspect 2. Die epische Trade hier. So, hier. 1, 2. Was hätte ich hier noch? Und was ist es? Ah, Looting, was ihr exakt nimmst du? Ach, ja. Nee, hab ich nicht. Na, okay, da liegt es noch. Looting und Fire Aspect 2. Es fehlt mir noch Sharpness, gutes Buch. Sharpness 3 hätte ich. Da ist mir jemand zusammen. Wollte nicht Jule eigentlich hier einziehen? Was? Wollte nicht Jule eigentlich hier einziehen? Oh, in den Keller? Ja. Hat aber sein eigenes Haus hier gebaut. Lol. Ich brauche eine 30. Wofür? Looting 3. Ich hab dir noch einige Böen, einfach geil. Ich habe auch noch eine Angel, falls du brauchst, alles. Allein nur... Ah, noch ein guter hier. Ah, gib mal her. Alles, was fehlt, ist der Luck of the Sea, das hätte ich hier. Da machen. Aber schon. Ich hab einfach viel zu viel gefarmt. 17 Level. Was jetzt? Aber das lohnt sich. Bestimmt. Weil bei du Mining hast, kann die nie mehr kaputt gehen. Durchs Angriffst du Erfahrungspunkte. Doch, die Chest wird gehen, aber dann kann der kaputt gehen. Das ist eins, was noch kaputt gehen kann. Beim Angeln. Ja, bei Angeln nicht, aber insgesamt mehr die Chest. Ich sag bei Angel. Ich muss wirklich zugeben, die Chest repariert sich langsamer, als der Schaden nimmt. Deswegen ist es wirklich so. Sag beim Angeln. Ja, das kannst du mir zehnmal sehen, sagst beim Angeln, sagst beim Angeln, ja und? Er hat das Angeln gemeint. Ja. Und der hat, er hat die Angel beim Angeln gemeint. Okay, so witzig. Was haben wir denn? Hallo. Hast du eigentlich die Feuerwehr, jetzt dein Gang mit? Nö. Scheiß auf Jule oder Patrick. Brauche ich nicht. Ich oder Patrick gar nicht schlecht. Oh, ein Buch. Knockback 2, Feather Falling 4. Hübsch. Finde gute Bücher. Ja, das war waren es nicht minus 24 oder hat er nichts wieder neue Koordinaten, neue Nenner gemacht? Es war minus 24. Ich hab mal aus Versehen Punkt geschrieben anstatt Minus. Ich habe mehr oder mehr Minus geschrieben. Am Anfang habe ich zuerst einen Punkt geschrieben. So. Aber krass, wie ich von Patrick gleich beschuldigt hat, hier einen neuen Nesser gemacht zu haben. Ja, ey, geht gar nicht mit. Ohne Erlaubnis. Fabi, ich hab Unbreaking 3 Mending Lure 2 Angel bekommen. Nice. Nick, das einfach nur ein Level macht, geht gar nicht. Gleich wie ich dir gegeben hab. Nice. Auch immer noch ein Lackbuch. Kriegst du noch. Wolltest du mich eigentlich außerhalb der Aufnahme angeln? Ja, da, egal. Geh doch jetzt gerade einfach ins B-Farm. Ja, ich will nicht in die Hölle gehen, deshalb. Ich hab eine Nether-Festung gefunden. Ich weiß, da bin ich noch gleich noch nicht. What? Doch, da bin ich schon mal runtergegangen. Und gestorben? Nein. Schade. Genau dasselbe wollte ich auch gerade sagen. Da gibt's noch wieder das Lachen in der Folge, weil die haben ja sterben war das. Nein, das Spaß. Da hat ja den Spaß nicht so verstanden, oder? Oder aber nur ruhig, wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Bei mir 30 Minuten mit Vordings, ich habe keine Ahnung wie viel Vordings nochmal waren jetzt. Ja, da wird aber zusammen machen mit Schluss, oder? Was dagegen ja. Lust zu machen, Patrick? Bis zum nächsten Mal, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt Kommi, falls ihr so welche Vorschläge habt. Schaut auch bei Nick vorbei. Ja. Der auch mit dabei ist und Züge mag. Züge. Tschö, bis Ciao. Tschö.